Wieso gibt es Gegenden, in denen die Menschen nichts außer Elend kennen? Wieso interessiert es an anderen Orten nur die wenigsten? Wieso müssen manche Menschen fast täglich um ihr Leben rennen? Wieso gibt es Menschen, die Hass predigen? Wieso ist der Teufel uns allen so nah? Wieso kann er uns überzeugen, in die Hölle zu fahren? Wo ist die Tür? Wieso ist der Weg rein leichter als raus? Wieso bist du gebrannt, Mark, wenn du ein einziges Mal Scheiße baust? Wieso ist so vieles so mega kompliziert? Wieso hat mich in jungen Jahren das Leben schon verwirrt? Wieso bin ich trotz all der Sorgen nicht ewig deprimiert? Warum werde ich sogar von Niederschlägen inspiriert? Wieso ist die Welt so kaputt? Wieso liegen Scherben und Splitter herum und bringen Kälte in den Hut? Wieso pusten die dicken Boxen trotzdem Geld in die Luft? Anstatt anderen Menschen zu helfen, ist es Selbstsucht. Wieso wird die Erde von allen verschmutzt? Wieso gucken, wenn sich die Erde wehrt, dann alle verdutzt? Und wieso treffen die Katastrophen dann immer die Falschen? Wieso musste es so weit kommen? Die Welt ist nicht mehr zu halten. Wieso stelle ich Fragen am laufenden Band? Wieso soll ich auf Gott vertrauen, wenn ich glaube nicht dran? Wieso verlange ich Antworten, die mir keiner geben kann? Wieso bin ich umgeben von Fragezeichen ein Leben lang? Es sind so viele Fragen in unseren Köpfen. Es sind so viele Fragen, die uns erschöpfen. Und die Zeit tickt, was können wir tun, bevor das Eis bricht? Verdammt nochmal, es sind so viele Fragen in unseren Köpfen. Es sind so viele Fragen, die uns erschöpfen. Und die Zeit tickt, was können wir tun, bevor das Eis bricht? Ha? Verdammte Scheiße, und ich frag mich warum, wieso, weshalb, wofür. Merk, Fragen ist gar nicht mal dumm, denn wer von euch hat sich nicht schon einmal gefragt, warum so viele leiden, warum die Welt ist, wie sie ist, warum wir Lieder schreiben und warum bin ich nie zufrieden mit mir, warum musste in meinem Leben so viel Mieses passieren und warum hassen meine Eltern sich, warum fliegen die Fetzen, warum kann man Hass nicht durch Liebe ersetzen, warum ist die Umgebung der Jugend verlogen und kalt, uns zu ertragen, pumpen die uns voll mit Drogen und Alk, wir sollten reagieren wie in Paris mit roher Gewalt, denn hier ist jeder Politiker ein verlogenes Schwein, warum? Wegen der Kohle natürlich, jeder steckt in seine Tasche so viel Millionen wie möglich. Und warum können wir uns dagegen nicht wehren? Hä? Warum ist trotz der Demokratie hier das Leben nicht fair? Und warum gehen wir nicht auf die Straße, man, wir sind das Volk? Warum werden wegen der Religion so viele verfolgt? Und warum schaffen wir es nicht, diesem ein Ende zu setzen? Grenzen zu brechen und so hungernde Menschen zu retten? Warum gibt es in diesem Land immer noch Nazi-Parteien? Als Deutscher ist mir das unangenehm, ihr passt hier nicht rein. Warum Terroristen und warum Bush? Sag mir, was ist hier los? Und warum Waffen anstatt Wasser und Brot? Es sind so viele Fragen in unseren Köpfen. Es sind so viele Fragen, die uns erschöpfen. Und die Zeit tickt, was können wir tun, bevor das Eis bricht? Verdammt nochmal, es sind so viele Fragen in unseren Köpfen. Es sind so viele Fragen, die uns erschöpfen. Und die Zeit tickt, was können wir tun, bevor das Eis bricht? Ha? Sag mir, warum bin ich im Leben kein Halt? Ich versuche nach oben zu kommen, doch alles dreht sich im Kreis. Und ich höre, was sie erzählen, nur die kennen mich zu wenig, um mich wirklich zu kritisieren, und dennoch brennt's in der Seele. Ich bin ständig umgeben von Schmerz, der mich zerfrisst. Er schlägt mir echt auf den Magen, denn mein Herz ist so gefickt, es tut weh. Und ich frag mich, warum es mir nur so mies und den ganzen anderen gut geht. Warum? Sag mir, warum es so ist. Warum schmeißen wir Essen weg? Woanders hungern die Kids? Warum so ein Mist? Ich hab keine Ahnung, hab keinen Plan. Warum fühle ich mich trotz all den Leuten noch rein? Sagen, warum alles läuft jetzt meist schief? Gott, ich frag mich, where's the love? Was wär ich? Black Eyed Peas. Warum spricht man uns auf der Straße an? Fragt uns dann, ob wir Gras oder irgendwas für die Nase haben. Das fuckt mich ab. Sag mir, was geht mit uns ab? Sag, warum dreh ich am Rad und reg mir nicht ab? Das Leben ist rough, es war so vieles vergebens. Warum such ich sie noch, die Liebe des Lebens? Und warum sitzt Mr. T wegen Zicken noch seine Strafe ab, während ein Kinderficker vor Gericht nicht mal ein Jahr bekam? Huh? Das ist eine kranke Welt, doch wahrscheinlich sind wir die Antwort selbst. Denk mal drüber nach. Es sind so viele Fragen in unseren Köpfen. Es sind so viele Fragen, die uns erschöpfen. Und die Zeit tickt, was können wir tun, bevor das Eis bricht? Verdammt nochmal, es sind so viele Fragen in unseren Köpfen. Es sind so viele Fragen, die uns erschöpfen. Und die Zeit tickt, was können wir tun, bevor das Eis bricht? Ha? Sag mir, was das für eine Welt? Was geht hier ab? Bruder sticht Bruder ab. Kein Zusammenhalt. Ah. Scheiß drauf, wir machen's anders. Das sind Maltisales, das ist Blut.